und willkommen zu unserem lang ersehnten Instagram bestimmt unseren Tag. Das Video ist leider kürzer geworden als erwartet, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und bis zum nächsten Mal. Das Erste, was ich gefragt habe, war, wann ich aufstehen soll, und die meisten hatten dann für den Zeitraum zwischen 9 und 10 Uhr gestimmt. Nachdem ich dann aufgestanden bin, mache ich natürlich erstmal die Vorhänge auf und anschließend mache ich mein Bett. Die nächste Frage, die ich an euch gestellt habe, war, wann ich Sport machen soll, und es war ganz knapp, aber die meisten haben für morgens gestimmt. Ich musste mich dann noch entscheiden zwischen Workout, Yoga und beidem, und da haben die meisten für ein Workout gestimmt und anschließend habe ich dann eins von Pamela Reif gemacht. Nach dem Workout bin ich natürlich direkt unter die Dusche gesprungen und danach habe ich mir mein Outfit für den Tag herausgesucht. Wie man sehen kann, ist an dem Tag mal wieder eine Bombe eingeschlagen und deswegen habe ich gefragt, ob ich einen Großputz machen soll, und der Großteil hat zum Glück für Ja gestimmt. An dem Morgen sah es übrigens besonders schlimm aus, weil Goldi nämlich die Toiletten wieder als Buddelkiste missbraucht hat. Aber zum Glück ging das Ganze sehr schnell. Nachdem ich dann auch zuletzt die Teppiche hingelegt habe, habe ich die Frage gestellt, wer von uns Vieren denn als erstes frühstücken soll. Und ihr wart dafür, dass die Kaninchen zuerst frühstücken. In der Wiese war viel Spitzwegerich und Löwenzahn enthalten, wie man sehen kann. Aber auch Boxhornklee, normaler Klee, vor allem roter Klee, Giersch war ein bisschen dabei und einfach normale süße Gräser. Während ich das Gemüse in der Küche zubereitet habe, hat sich Feli am Stativ zu schaffen gemacht, was dann auch am Ende umgefallen ist. Aber als Gemüse haben sie Kohlrabi bekommen, Kohlrabi-Blätter, Blätter vom Blumenkohl und genau Sellerieknolle und Blätter vom Sellerie. Die drei waren dann erstmal beschäftigt mit dem Frühstücken und ich habe indessen die Toiletten noch zu Ende sauber gemacht. Nach einer langen Dreiviertelstunde sah es dann endlich wieder so aus, nachdem ich Toiletten gemacht habe, Teppiche ausgeschüttelt habe und Heu aufgefüllt habe. Anschließend durfte ich dann natürlich noch frühstücken und für mich gab es an dem Morgen ein Croissant und eine Semmel, welche ich dann mit dem Milka-Schoko-Aufstrich und mit Erdnussbutter gegessen habe. Meine Mama hat an dem Morgen auch frisch gepressten O-Saft gemacht, den ich natürlich auch dazu getrunken habe. An dem Tag musste ich auch unbedingt noch Wiese sammeln und ich habe euch dann auch gefragt, zu welcher Tageszeit ich das machen soll. Und der Großteil, und zwar 24 Leute, haben für vormittags gestimmt. Die Wiese, wo ich jetzt pflücken war, die war nicht so weit weg von meinem Haus. Da gab es eben ziemlich viel Klee, aber auch ganz viel Labkraut, Schafgarbe und Löwenzahn. Wieder daheim angekommen, habe ich natürlich alles in meine berühmt-berüchtigte IKEA-Tüte geschmissen. Die Kirschäste habe ich auch dazu reingelegt und das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt, aber ich bin dann nochmal mit einer Wasserflasche, also mit so einem Sprühkopf, über die Wiese drüber. Nach dem Wiesesammeln habe ich dann eigentlich bemerkt, wie unordentlich es eigentlich in meinem Zimmer schon wieder geworden ist. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob ich mein Zimmer aufräumen soll oder nicht. Und ich glaube, es ist eindeutig, die meisten von euch wollten, dass ich mein Zimmer aufräume. Nach dem Aufräumen war ich dann ein bisschen bei den Kaninchen und dann habe ich mich eigentlich gefragt, welche Tricks sie denn noch machen könnten und ob ich ihnen überhaupt noch weitere beibringen soll. Und hier war die Antwort auch eindeutig. Ihr wolltet, dass ich versuche, den Kaninchen Tricks beizubringen, und das habe ich dann auch gemacht.
Außerdem habe ich noch gefragt, was es als Belohnung für die Tricks geben soll. Und da war es ganz knapp, aber die meisten haben für Erbsenflocken gestimmt. Mittlerweile war es dort schon Nachmittag, beziehungsweise eigentlich Abend. Es war schon 6:30 und ich habe euch ja gefragt, wann es Abendessen geben soll. Und die meisten haben für den Zeitraum zwischen 6 und 7 Uhr gestimmt. Zum Abendessen gibt es dieses Mal auch Gemüse und Wiese. Und da noch so viel übrig war vom Frühstück im Gemüseteller, habe ich nun einen Kohlrabi aufgeschnitten und ein bisschen Blumenkohlblätter reingegeben.